Manche werden Superstars. Er ist eigentlich Rentner. Ich lebe jetzt mein bestes Leben. Felix ist kein Model, aber seine Fotos sind überall. Solange man diese Rechte an diesen Bildern verloren hat, ist es einfach ein ungutes Gefühl. Unsere Reporterin Nina macht den Selbsttest. Wie schnell verbreitet sich ein Stockfoto? Einfach bei einer Agentur hochladen und jeder hat Zugriff. Sie sind überall. Auf Flyern, Speisekarten, Wahlplakaten und Werbepostern. Ganz Social Media ist voller Stockfotos. Doch mit Stöcken haben sie nichts zu tun. Stock steht für das englische Wort to stock, etwas auf Lager haben. Die Rede ist von vorproduzierten Fotos, die mit Schlagwörtern verknüpft sind. Auf Vorrat produziert. Zu wirklich jedem Thema gibt es das passende Bild. Wir besuchen den Fotografen Matthias Tunger. Seit mehr als 20 Jahren ist er mit der Stockfotografie erfolgreich. Doch wie genau funktioniert das Stockfotosystem? Die Kunst besteht darin, mit seinem Bild aus der Masse herauszustechen. Matthias zeigt uns sein erfolgreichstes Foto. Bei dem Bild ist es, glaube ich, eindeutig das Thema Schule durch diese grüne Tafel, die man im Hintergrund sieht. Und dieser direkte Blick zum Zuschauer ist, denke ich, ganz überzeugend. Also Zeitschriften benutzen das immer wieder. Wir wollen von Matthias wissen, wie er die Erfolgschancen für Ninas Bild einschätzt und was man besser machen kann. Könnte thematisch tatsächlich gut Verwendung finden. Ich finde das Telefon und das Kabel nicht so gelungen. Da könnte man was Moderneres benutzen. Dann würde ich die Haare vorher noch ein bisschen frisieren, das Licht ein bisschen anders setzen und ein kariertes Jackett für ein Foto kein Problem, aber im Druck hinterher auch schwierig. Und den Hintergrund würde ich ein bisschen aufräumen. Also durchgefallen. Okay, alles klar. Ja, wenn du möchtest, wir gehen einfach nach unten ins Wohnzimmer, machen hier im Ammerhaus noch ein tolles Bild von dir und versuchen das mal zu vermarkten. In der Regel erhält ein Stockfotomodel einen einmaligen Betrag vom Fotografen, zwischen 300 und 1000 Euro. Die Gewinner sind die Agentur. Die drei größten Stockagenturen sind Adobe Stock, Getty Images und Shutterstock. Mit über 200 Millionen Videos und Fotos in ihrer Datenbank. Es gibt drei Bezahlmöglichkeiten. Entweder pro Bild, mit einem Mitgliedsbeitrag im Monat oder umsonst. Bei Shutterstock sind zum Beispiel über 200 Millionen Fotos lizenzfrei verfügbar. Und jeden Monat kommen über 1 Million dazu. Zurück zum Shooting. Okay, nimm mal das Buch ein bisschen mehr zu dir. Ja, und nimm einen Blick zu mir in die Kamera, so ein bisschen. Ja, gut. Wenn du für einen Stock produzierst, kannst du da viel freier agieren. Und da sind oftmals die Körpermaße nicht wichtig oder die reine Haut nicht so wichtig, sondern der Ausdruck. Obwohl ein Stockmodel an den Bildern kaum Geld verdient, kann es trotzdem von den Fotos profitieren. Prinzipiell würde ich einem Model empfehlen, Stockbilder mal zu machen, weil man viel lernen kann. Ist es was geworden? Hallo. Matthias erklärt, wie das perfekte Stockfoto aussehen muss. Im Endeffekt haben wir hier jetzt ein Bild, das wunderbar für Stockfotografie funktioniert. Wir haben den klaren Fokus auf die Person. Wir haben sehr viel Platz für Text und Schrift. Und man kann sowohl ein Hochformat als auch ein Querformat draus machen. Ich denke, das hat sehr gute Chancen, tatsächlich auch verkauft zu werden. Nach dem Shooting auf jeden Fall noch die Nutzungsrechte der Fotos genau definieren. Das hat Felix zum Beispiel nicht gemacht. Er kennt das Gefühl, wenn das eigene Bild auf einmal überall zu sehen ist. Dabei wollte er nie Stockfotos machen. Zu den Fotos kam es irgendwie vor 5, 6 Jahren ungefähr. Mit einer Freundin fest ausgemacht, dass wir nach der Arbeit auf die Wiesen gehen. Sie hat dann irgendwie eine WhatsApp bekommen von einer guten Freundin von ihr, deren Freund wiederum Fotograf ist und hat irgendwie noch Bilder gebraucht für sein Portfolio auf der Homepage. Und hat gefragt, ob wir schnell irgendwie als Models einspringen können. Und wir waren schon auf dem Sprung und gesagt so, ja, warum nicht? Für die Fotos bekam Felix einmalig 100 Euro und trat die Nutzungsrechte der Bilder, ohne groß nachzudenken, an den Fotografen komplett ab.
Mit Hilfe vom Reverse Image Search schauen wir, wo Felix Bilder weltweit im Netz zu finden sind. Findest du es nicht komisch, wenn man, also man sieht zwar Relationship, aber es ist ja alles auf Chinesisch, Mandarin. Ja, das könnte jetzt alles stehen. Da könnte natürlich alles stehen, da hast du gar keine Ahnung, was in welchem Kontext du da irgendwie reingebracht wurdest, vor allem wenn du dir die anderen Bilder auch so anschaust. Ich glaube, ich jag das mal durch den Google Translator. Zum Glück harmlos. Ja, ich habe dann auf einmal von vielen Freunden WhatsApp bekommen mit Bildern, wo eben wir zwei auf der Wiesn zu sehen waren, in Werbekontexten wie Werbekampagnen, Gewinnspielen und so weiter. Und war einfach ein bisschen verwirrt, wo diese Fotos herkommen. War relativ klar, dass die dann irgendwie tatsächlich über Umwege auf diversen Stockportalen gelandet sein müssen. Der lustigste Einsatz war tatsächlich auf dem Cover von der Stadtwerke München Zeitung. Die gibt es halt for free in den U-Bahnen und haben dementsprechend wahrscheinlich schon eine ganz gute Reichweite. Skurril. Zwei konkurrierende Kreditkartenanbieter werben beide mit Felix' Gesicht. Fotograf und Bildagentur verdienen bis heute daran. Wenn man jetzt auf den Portalen guckt, kann man sich die Bilder kaufen für um die 400 bis 600 Euro. Wenn man jetzt bedenkt, dass das da schon ein paar Jahre oben ist und oft genutzt wird, würde da natürlich schon einiges zusammenkommen. Mit welcher Veröffentlichung könntest du gar nicht leben? Also wo würdest du dich total aufregen? Ja, ich glaube, am kritischsten wäre es tatsächlich, wenn es irgendwo auf Formaten oder Plattformen auftaucht, die sich mit Ideologien oder mit Ansätzen identifizieren, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Also angefangen von politisch AfD-Plakate, Kampagnen, bis hin zu, wenn der Wendler einfach irgendwie ein Stockfoto braucht für die Wiesn und sucht uns da irgendwie raus und nimmt uns dann für seine Corona-Leugner-Kampagnen her. Sowas wäre natürlich Katastrophe, aber auch... wenn man einfach mal denkt, dass das in den sozialen Medien natürlich irgendwie von jedem bearbeitet werden kann, das kann irgendwie über irgendwelche Dating-Plattformen gejagt werden. Zum Glück ist es bisher immer harmlos und eher witzig gewesen, aber es kann natürlich auch ganz anders laufen. Und solange man irgendwie diese Rechte an diesen Bildern verloren hat und die einfach im Internet vor sich hin geiern, ist es einfach ein ungutes Gefühl. Sind die Fotos jedoch einmal im Netz hochgeladen, kann sie jeder verwenden. Besonders die Politik macht sich dies zunutze. Bestes Beispiel, die Wahlkampagne von Donald Trump. Committed to excelling beyond our dreams. Limited only by our imaginations. Die angeblichen Trump-Anhänger, Stockmodels von Getty Images. Ob sie privat auch Trump-Fans sind? In Deutschland kommt vor, dass Kindermodels gleichzeitig für die AfD und die CDU werben. Oder Models aus Slowenien, die Gesichter der deutschen Leitkultur sind. Missbrauch wird verhindert dadurch, dass du einen Vertrag mit dem Modell schließt, in dem definiert wird, dass die Bilder, die du produzierst, weder pornografisch verwendet werden dürfen, noch rufschädigend sein dürfen. Doch was passiert, wenn das Stockfoto einfach im Internet landet? Von Ondrasch Arato gibt es unzählige Memes in den sozialen Medien. Lustige Bilder mit Sprüchen, die sich kreative Köpfe ausgedacht haben. Seine Memes gehen viral um die Welt. Wie uns der Ungar bei einem Zoom-Interview erzählt, begann alles vor 10 Jahren. Ich war Ingenieur, Professor, Doktor, ein Ehemann, der Schach spielt, ein Golfspieler. Es gab viele verschiedene Situationen. Mittlerweile gibt Ondrasch sogar Vorträge über Memes. Doch als er sich zum ersten Mal zufällig im Internet sah, war er geschockt. Anfangs wollte ich all meine Bilder zerstören. Ich glaube, die Internet-User gaben mir den Spitznamen Hide the Pain Herald, weil sie eine versteckte Traurigkeit in meinem Lächeln sahen. Ich musste es wohl oder übel akzeptieren. Und die Geschichte nahm eine sehr interessante Wendung. Mit lukrativen Werbedeals. Guten Tag. Wir bringen das neue Gaming-Notebook. Tut Ihnen was weh? Auch wenn ich zurück könnte, ich würde nichts ändern. Ich lebe jetzt mein bestes Leben. Also Sie sind echt ganz schön aktiv, Herr Harold. Ob das unsere Redakteurin auch bald ist? Nach 4 Wochen schauen wir auf das Ergebnis.
Ja, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Profifotograf Matthias hatte recht mit seiner Prophezeiung. Mein Bild wurde gerade mal 4-mal downgeloadet. Das ist ja nichts. Und ja, mir zeigt es, dass Qualität sich anscheinend doch auszahlt, auch bei der Stockfotografie. Der nächste Hide the Pain Herold wird sie wohl nicht. Aber vielleicht die nächste Hide at Home Nina.